Manni Burgsmüller im Herbst 85 auf Wohnungssuche. Im Herbst seiner Karriere. Mit 35 Jahren wechselt er aus der zweiten Liga von Oberhausen in die erste nach Bremen. Gleich im ersten Spiel gegen Mönchengladbach sein erstes Tor, Marke Burgsmüller. Das Schlitzohr schlänzt den Ball direkt rein. Wenige Wochen später, auf der Werder Weihnachtsfeier, kriegt er dafür von Radio Bremen Moderator Jörg von Torrer die Medaille zum Tor des Monats. Wahrscheinlich wurde es halt gewählt, weil es vielleicht nicht alltäglich war. Denn normalerweise, das war für sich im Prinzip eine Frechheit von mir, dass ich halt von dort den Ball über den Torwart gelupft habe. Normalerweise muss ich ihn annehmen und versuchen, den Torwart auszuspielen. Wahrscheinlich hat das den Ausschlag gegeben. Damals stimmten die Fans noch per Postkarte ab. 18.000 Zuschriften gingen allein an Burgsmüller. Es war sein drittes Tor des Monats. Zwei erzielte er vorher für Dortmund. Burgsmüller, ein Publikumsliebling, weil Schlawiner. Hier boxt der Lautern-Torwart Gerry Ehrmann den Ball aus der Hand. Das Tor zählte. Ein Tor des Monats wurde es aber nicht. Natürlich ist es immer schön, wenn man Tor des Monats macht. Aber dass man sich da so riesen Gedanken macht, oh, ob Mainz jetzt dabei ist oder ob es auch Tor des Monats wird, das war also nicht der Fall. Burgsmüller, der Instinktfußballer. Immer lauernd, blitzschnell zuschlagend. Hier bestraft er den Fehler des Düsseldorfer Torwartes Jörg Schmadtke. Sein viertes und letztes Tor des Monats bejubelt er zusammen mit Otto Rehhagel im Februar 1986. Wir sind halt normal zurückgegangen zur Mittellinie, weil halt Abstoß war. Und ich habe mich halt nochmal umgedreht und sah, dass er den Ball nicht richtig getroffen hat. Ja, und dann reagiert man an für sich nur instinktiv. Dann nimmt man den Ball runter, wenn er halt hochkommt, eventuell mit der Brust, sowas halt mit dem Fuß. Ja, und man schiebt ihn dann ins Tor. Insgesamt erzielt das Ruhrpott-Original 213 Tore in der Bundesliga. Er lebt mit Trainer Rehhagel die Wunder von der Weser. 1988 feiert Manfred Burgsmüller seinen größten Erfolg, als er im Werder-Trikot mit 38 Jahren zum ersten Mal deutscher Meister wird.